bist noch voll nass. Egal. Hallo Bruno. Na? Heute kann es endlich weitergehen. Das Wetter ist endlich wieder gut. Die Sonne scheint, obwohl es eigentlich regnen sollte. Und damit herzlich willkommen zurück. Neue Folge, mach doch mal. Ihr wisst noch, der Bollerwagen. Ja, ich habe nicht mehr viel gemacht seitdem. Und heute ist schon Samstag. Na, das kann ja was werden. Ich weiß auch gar nicht, wo ich weitermachen soll jetzt. Wir müssen die Dinger hier absägen. Die müssen zuerst ab. So, der ist mal ab da. Und der auch. Jetzt, was mache ich jetzt? Wir müssen ja hier jetzt noch Schlitze reinmachen, aber dafür ist es noch zu früh. Das muss noch trocknen. Da bleibt mir fast nichts anderes übrig, als wieder eine ganz tolle Arbeit zu machen. Schleifen. Schleifen, schleifen. Aber gut, es lohnt sich. Ich kann euch schon mal was zeigen. Nee, ist noch nicht ganz trocken. Das muss noch trocknen erst, ne? Aber guck mal hier, der Unterschied, ne? Guck mal hier, alt, dreckig, bläh. Und hier, da kommt nachher noch ein schöner Lack drauf. Ja, und das muss ich jetzt wohl noch mit allen Brettern machen. Sind noch ein paar. Ein Seitenbrett habe ich schon geschliffen, schon mal vorbereitet zum Beizen. Warte, ich mach mal scharf, man sieht ja gar nichts. So, hier, guck mal. Erster Schritt schleifen, zweiter Schritt beizen. Ja, und das Lacken kommt dann ganz zum Schluss. Damit wir davon wegkommen. Soll ja auch gut aussehen. Ne, das muss ja nicht sein. Ich habe zwei Zuschauer. Ja, ihr steht ja auch im Schatten. Ich glaube, ich gehe auch im Schatten. Wie gesagt, ich muss noch eine ganze Menge hier davon schleifen. Nach dem ganzen Geschleife endlich mal ein bisschen was für die Seele. Beizen. Neue Farbe ins Spiel bringen. Ne? Damit die gleich trocknen können. Dann kann ich die nämlich lacken. Oh, ich muss nur so viel machen, ey. Oh nein, jetzt beiße ich wieder meine Finger. Ja, ja, die Beizerei, das ist schon so eine Kunst für sich, ne? So, die vier Seitenstützwände, nee, Seitenwandstützen sind fertig zum Trocknen erstmal. Und dann lackieren wir sie nachher. Und dann hoffe ich mal, dass es spät genug ist, dass ich hier endlich mal ein bisschen Krach machen kann. Und da kommt meine Säge wieder zum Einsatz. So, jetzt können wir endlich Krach machen. Jetzt geht's los, Akku ist voll, den habe ich extra geladen, nicht so wie sonst immer. Ah, Schlitze reinmachen. Los geht's! So, wie weit ist das jetzt drin? Das reicht. Jetzt noch die andere Seite und dann haben wir es doch. Dann kann ich die Dinger da reinleimen. Aber vorher muss das noch angemalt werden. Dann machen wir den zweiten Schlitz eben. Oh, jetzt guck mal hier, wie gut das Ding da durchgeht. Wie Butter. Gut, und jetzt noch ausstechen und fertig, ne? Ja, da bin ich ja schon wieder. Jetzt geht's weiter. Na, mein Bruno, alles gut bei dir. Oh, was für ein Sommerwetter. Herrlich. Alle Schlitze drin, alle Löcher drin, überall hier Löcher, Löcher, Schlitz, 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 Loch, 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 Loch. Ja, das ist alles nachher zum Befestigen. Kommt später, aber jetzt muss ich als allererstes das Ding hier schön anmalen. Und zwar Unterboden klassisch schwarz-matt. Aber dafür muss ich die Fläche erstmal vorbereiten, also ein bisschen anrauen. 120er Schleifpapier und so schnell geht das. Puh. Das sollte reichen. Da glänzt nichts mehr. Oh doch, da glänzt noch was. Aber da glänzt noch ganz schön viel. Oh Mann, warum immer so viel schleifen? Und der Akku ist schon wieder leer von der anderen Schleifmaschine. Es arbeitet richtig gut, aber der Akku ist Müll. Der hält immer nur vier Schlitze aus und dann ist er aus. Obwohl ich ihn immer lade. Aber das wäre mit der Schleifmaschine so viel schneller. Aber eigentlich scheint die Sonne und es ist nicht kalt. Dafür super warm. Puh. Ah, toll. Ah. So, nochmal gucken. Abschließender Blick. So gefällt mir das ganz gut. Das reicht. So, als nächstes machen wir die Oberfläche erstmal fettfrei. Fettfrei ist das Stichwort. Fettfrei. Sonst hält der Lack nicht. Ist doch klar. Mal hier, du, da kommt aber was drunter. Nochmal einspritzen. Und einmal schön säubern. Besser macht es Maler Meister Klecks auch nicht. So, ist doch sauber. Fertig für die erste Lage Lack. Jetzt wirst du abgelackt, Junge. So, wir brauchen das. Schwarz und viel Freude beim Streichen. Hoho, jetzt geht's los. Jede erste Farbroller. Fange mehr in der Mitte an. Da sieht man, wo es hingeht. Nämlich nach außen. Ist ja klar. Das wird richtig geil. Oh, guck mal hier, die sogenannte Punkttechnik. Das male ich jetzt mal an.
Na, das ist doch mal schwarz. Schön schwarz und matt. Matt und schwarz. Ja, und die ganzen Löcher und Schlitze, die brauchen wir auch alle. Da kommt hier Lenkstange. Das wisst ihr doch gar nicht. Ja, wir machen mal weiter. Ich fange jetzt so langsam mal mit dem Aufbauen an. Mal gucken. Wie? Ich weiß, erst den Sitz absprühen. Oh, aber gut. Mit nassem Haupt geht's weiter. Der ist sauber. Nur noch trocknen machen. Und der Aufbau. Um den Unterboden kümmern wir uns mal später. Jetzt geht's erstmal um den Aufbau. Ich finde, als allererstes sollte der Sitz drauf. Ja, von da gehen wir ja mal aus, ne? Ich weiß nicht, aber sowas noch nie gemacht. Mal gucken. So, da habe ich hier so die alten Abstandhalter. Ne, das waren die alten Klemmen vom Catcar. Die kommen da so drunter. Dann wird da so eine lange. Oh, jetzt ruhig da nicht an. Dann wird da so eine lange Schraube durchgefiedelt. Los durch da. Und auf der anderen Seite auch. So, du kommst jetzt mal dahin. Mann, da sollst du hin. So, los jetzt. Pass rein da. Passt doch. Ich habe da extra größer gebohrt. Und jetzt habe ich da zwei Löcher, wo die da genau reinpassen sollten. Und das tun sie auch. Oh, guck dir das mal an. Als wenn das dafür gemacht wäre. Oder als wenn das von mir gemacht wäre. Nun werden wir das Ganze mittels Mutter fixieren. Einmal auf dieser Seite. Oh, da habe ich auch selbst die Hände gekauft. Das war ja gar nicht so dumm von mir. Und jetzt wird geknallert. Der Sitz ist montiert. Cool und passt. Und jetzt kommt die Lenkstange da durch. Einmal quer durch. Irgendwie da so. Ich habe ja genug Löcher gebohrt. Irgendeins passt schon. Boah, ich sehe da schon was. Die stecke ich jetzt hier schön von unten durch. Und dann bleibt das Ganze auch lenkbar. Wie so eine Art Kutsche. Los, geht durch. Das muss so passen. Das passt noch nicht. Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen nacharbeiten. Mit ein bisschen Gewalt. Und dann noch ein bisschen so. Dann hast du. Probieren wir nochmal. Na los, jetzt geht er durch da. Jawohl! Guck mal, da kommt er da oben durch. Ist das überhaupt das richtige Loch? Das ist, glaube ich, nicht das richtige Loch. Mal raus. Jetzt kommt er nicht mehr raus, doch. Ein bisschen drehen. Der war das, glaube ich, ne? Der hier. Der. Ah, der war das. Langsam wird's doch. Aber bevor ich anfangen kann, diese Teile hier einzuleimen, muss ich die erstmal auch alle noch lackieren. Soll ja wetterfest bleiben, das Ganze. Aber jetzt sieht man schon mal, wo die Reise hingeht. Ne? Wie so ein Kutschwagen wird das, glaube ich. Wir machen mal weiter. Lackieren ist wieder angesagt. Und zwar als erstes. Klarlack, da drauf. So, da ist der Lack, ich brauche noch einen Pinsel. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Den aufmachen. Cool. Und jetzt gibt es Wetterfestigkeit in allen Lebenslagen. Oh, das wird aber schön. Oh, ja, das mag ich. Wie so ein neues Klavier, ey. Beim Lacken immer darauf achten, dass keine Rotznasen entstehen. Ne? Das ist nachher unschön. Oder man muss schleifen. Geschliffen haben wir ja nur wirklich genug. Und mal schön an der frischen Luft das Ganze machen. Wegen den Dämpfen. Die sind nicht so gesund, die machen dumm im Kopf. Das sieht gut aus, du. Wie so ein Flötenstiel. Mensch, mir läuft die Suppe aus dem Kopf, du, ist das warm. So, die ersten Bretter habe ich jetzt mal fertig gelackt. Guck mal hier, du, wie schön die jetzt glänzen. Die werden dem Wetter trotzen. Ne? Alt und neu. Ja, ich mach mal weiter mit den Lackarbeiten. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Später geworden, als ich dachte. Das mit dem Schleifen hat so lange gedauert. Ich klebe jetzt gerade hier noch ein bisschen. Und zwar die ersten Stützen. Aber bis morgen wird das nichts mehr. Das kann ich mir mal abschminken. Aber locker abschminken. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich klebe die jetzt hier schon mal an, damit die morgen trocken sind und ich direkt weitermachen kann. Aber bevor wir zum Ende kommen, ich hatte noch eine kleine Frage, eine Zuschauerfrage. Und zwar ging es da um diese, na, wie heißen die noch, diese komischen, na, diese... Ja, diese kaputten Blumentöpfe, der kaputte Blumentopf, ist das bescheuert. Also man nimmt einen Blumentopf, vorne schneidet man so ein bisschen was raus und legt dann da drin so einen kleinen Garten an mit so einer Treppe und oben so Häuschen draufgestellt. Ich glaube, ich baue mir so ein Ding auch mal, glaube ich, irgendwann mal. Auf jeden Fall war die Frage, wie ich die Häuser beleuchten würde, damit die leuchten. Soll ich das jetzt hier die ganze Zeit eigentlich festhalten, ey? Nee, das geht doch nicht. Ich hol mal eben was. Ich würde höchstwahrscheinlich sowas hier nehmen, weil meistens hängt da
sowas dran. Das Ding ist jetzt mittlerweile, boah, keine Ahnung, 3 Jahre, 4 Jahre alt. Ich würde da jetzt diese bunten Kügelchen abnehmen, außer man möchte natürlich gelbes Licht im Haus haben oder grünes, pinkes, rotes. Ich würde da einfach diese Lämpchen dafür nehmen, durch den Blumentopf das Kabel durchlegen. Ja, und das Teil ist doch, kann man ja überall hinlegen, überall wo Sonne hinkommt. Also ich würde das nehmen zum Beleuchten dieser Häuser. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ist Fußball aber nicht um diese Uhrzeit? Wie schreit denn hier noch so? Egal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid nächstes Mal, wenn es heißt, macht doch mal, mit dem Bollerwagen geht's auf jeden Fall weiter. Nächsten Sonntag wird er fertig. Komme, was wolle. Außer es kommt wieder so viel Regen wie letzte Woche. Dann habe ich ein Problem. Und was das mit diesen Rohren hier so auf sich hat, ja, das verrate ich euch dann nächstes Mal, nächsten Sonntag. Das Geschirr von Bruno ist auch schon da. Da weiß ich noch gar nicht, ob er zieht. Da muss ich wahrscheinlich Angel mit Wurst oder sowas. Also dann in diesem Sinne, ich klebe noch, ihr geht schlafen. Nein, ihr geht ja gar nicht schlafen. Ihr guckt das ja erst morgen. Da steht ihr ja gerade auf. Also ich gehe schlafen. Daumen hoch, freue ich mich total drüber. Ansonsten guckt ihr einfach auf Facebook, wenn ihr es nicht erwarten könnt bis nächste Woche. Vielleicht poste ich ja was, wie weit ich da bin. Mal so ein Foto oder so. Also dann, ich sag, mach doch mal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bruno, sagst du auch noch einmal gute Nacht? Na komm mal mit. Und gute Nacht. Ciao. Na komm.